Herzlich willkommen zu Folge 3 von Stardew Valley, an Tag Nummer 4, wenn ich das richtig sehe. Es ist 7.30 Uhr am Morgen. Die anderen Pflanzen sind auch schon ein bisschen gewachsen, wie man sieht. Und ich habe mich entschieden, ich gehe heute mal zum Strand. Ich hatte ja mal gestern so einen Brief bekommen. So, das ist aber ein ganz schön weiter Weg. Dass ich da mal hin soll, wegen irgendwie was Angeln oder so. Wird mir wahrscheinlich das Angeln beigebracht. Und vielleicht ist das so eine Art Quest oder so. Damit ich noch mehr Quests bekomme, muss ich vielleicht die erledigen. Und dann machen wir das mal. Gehen wir mal früh morgens zum Strand. Vielleicht ein paar Fische fangen. Irgendwo rechts unten lang war das doch. Hier ist ein Friedhof, da möchte ich nicht drüber laufen. Mal, wer bist du? Penny. We were very lucky to have a library in such a small town. Aha, habt ihr eine Bücherei? So, jetzt muss ich mal gucken, wie komme ich über den Fluss? Ich bin da. Ich muss da. Ich kann entweder gucken, dass ich unten. Hier oder hier. Ist das so eine Brücke? Sehr schön. Da komme ich nicht lang. Überall Zaun hier. Ist das? Ach, das ist die Bücherei. Hier fehlt ein Buch. Aha. Kann ich das wohl irgendwann zurückbringen? Hello there, welcome to the Stardew Valley Archaeological Office. Oh, that's embarrassing. But the previous curator made off with the entire collection. We don't have any artifacts for a display, but I'm hoping to remedy that soon. Hey, if you find any artifacts or minerals out there, would you let me know? Okay, kann man wohl Artefakte finden und hier hinbringen. Genau wie bei Animal Crossing. Da gibt's das auch. So, wie komme ich denn jetzt unten zum Strand? Ich hätte vorher schon nach unten gemusst. Da, über die Brücke muss ich. Oh, alles klar. Das ist der Seemann, den wir vorigen Abend in der Kneipe getroffen haben. Ahoy there, son. Heard there was a newcomer in town. Good to finally meet ya. Wir haben uns gestern schon getroffen, du Saufkopf. Kannst dich nicht mehr dran erinnern, warst du voll. Ah, I'm still trying to unwind from a month out on salty seas. It was a big haul. I sold a lot of good fish. Finally saved enough to buy me a new rod. Zeig mal, krieg ich deine alte? Hey, I want you to have my old fishing rod. Yay! It's important to me that the art of fishing stays alive. And hey, maybe you'll buy something from the shop once a while. Gib mir mal her die. Jawohl, ich habe eine Angelrute geschenkt bekommen. Received a bamboo pole. There's good water here in the valley. All kinds of fish. Oh yeah, my shop's back open now. So come by me. Buy if you need supplies. I also buy anything you catch. If it smells, it sells. Hehe. That's what my old puppy used to say, anyway. Im rechten Stick kann ich hier so einen Cursor bewegen. Ui. So. Angeln. Oh, okay, ich hätte auch weiter werfen können. Ja, das machen wir nochmal. Okay, es ist sehr viel weiter. Muss ich jetzt drücken? Der hat einmal, hat er. Ne, der muss richtig runtergehen. Huh. Noch nicht. Jetzt! Hit! Oh, was muss ich machen? Fähig? Fähig für... Ah, gedrückt halten für hoch.
Ich kapiere das nicht. Ich muss den Fisch in dem Balken haben. Ah so, und gedrückt halten für... Ja, jetzt habe ich es kapiert. Gleich habe ich dich, jetzt habe ich dich. Tada, Sunfish. 5 Inch lang. Okay. Ich merke gerade, wenn ich jetzt noch einen Fisch angel, dann habe ich gar nicht mehr genug Platz im Inventar, um den aufzusammeln. Egal, ich versuche es trotzdem nochmal. Hit! Nee, nicht. Ja, vielleicht geht das nicht, weil mein Inventar voll ist. Egal, ich guck mal, was der zu verkaufen hat und ich verkaufe meinen Fisch. Eine Suppe, die gibt mir Energie und Lebenspunkte und plus 1 Fishing. Und nochmal eine Bamboo Pole, aber die habe ich ja schon. So, dann würde ich den hier für 37 verkaufen. Katsching, cool. Geil, kann ich jetzt immer und überall angeln. Ja, zumindest überall, wo Wasser ist. Cool. Sehr schön. Hatte ich noch irgendeine wichtige Nachricht? Getting started. Okay, ja, das ist die Quest, die... da muss ich erstmal warten, bis meine Dingens gewachsen ist. Und ich muss noch mehr Leute begrüßen, alles klar. Das ist auch eine Quest. Komme ich denn jetzt hier weg? Hier bin ich schon gar nicht hergekommen. Was ist das? Was liegt hier? Eine Muschel. Und, aber das kann ich nicht mehr aufheben, weil mein Inventar voll ist. Ich muss noch mal zu dem, wo der hier da den Rucksack verkauft. Wer bist du? Elliot. Ach du meine Güte, was ist das für ein Kerl? Ah, the new farmer. We've all been expecting. And whose arrival has sparked many a conversation. I'm Elliot. I live in the little cabin by the beach. It's a pleasure to meet you. Aber der sieht aber nicht so aus. Hier wohnst du. Ach guck mal hier, was ist das? Mit 300 Stück Holz. Könnte ich das reparieren? Ich habe aber nur 49. Muss ich nochmal hier hin, wenn ich 300 Holz habe? Interessiert mich, was das ist. Ja, lauf mal schneller. So, ich muss eigentlich noch mehr Leute begrüßen, aber... Wo sind die denn alle? Und vor allem bei meinem Gedächtnis weiß ich schon gar nicht mehr, wem ich begrüßt habe und wen nicht. Guck mal, das sieht aus wie ein Schmied. Shop, Upgrade Tools, oh, da bin ich aber neugierig. Oh, das ist aber ein bisschen teuer. Aber hier kann ich meine Werkzeuge verbessern, zu Kupfersachen. Okay, hier muss ich nochmal zurück, wenn ich viel Geld habe. Aber der zählt jetzt auch irgendwie nicht als betroffene Person. Wahrscheinlich, weiß es nicht. Hier, dich kenne ich auch noch nicht. Doch, Pam, oh, die habe ich schon zweimal getroffen. Blah, I had one. Too many caramel porters at the saloon last night. Go away. Okay, die hat einen Kater. Musik ist schön. Wenn sie mal läuft. Mir ist eben aufgefallen, die läuft gar nicht immer. Dich kenne ich aber definitiv noch nicht. Abigail. Oh, that's right. I heard someone's news was moving onto that old farm. Es ist schön, dass sie immer so kurz angebunden sind hier. Lewis, ach, das ist der Bürgermeister. So, how was your first night in the old cottage? Hier ist ein Ausrufezeichen. Was ist hier los? Was ist ein Kalender? Im vierten, was ist das? Egg Festival, das Eier Festival. Und der Flower Dance. Ach, guck mal, hier haben alle Geburtstag. Der Geburtstag ist auch eingetragen. Das ist ja schnucklig. Irgendwie cool. Ah, help wanted. I could really go for a farm fresh parsnip. Could a local farmer deliver one to me, Clint? 105 Gold für ein so ein Ding. Ja, das würde ich gerne. Accept Quest. Ah, cool. Ich wollte nämlich gerade sagen, weil die sind noch nicht fertig und wer weiß, wie lange der die haben will. Aber wenn ich die als Quest annehme, dann... Oh, hier, kann ich auch bei dem einkaufen, statt bei dem... bei der großen Supermarktkette. Hello, you must be Miguel, the new farmer. I'm Caroline. Cool. Wie viel habe ich jetzt getroffen mittlerweile? Kann ich schnell mal gucken. Nee, das war's nicht.
Introduction. 15 von 28, ich muss noch ein paar treffen. Das ist hier der Otto vom Strand. Mit dem kann ich gar nicht reden. Ne, der will gar nicht mit mir reden. Oder nicht? Das ist Pierre. Da. Ja, die kosten hier wirklich weniger. Hätte ich besser eben hier gekauft. Der hat sogar noch ein bisschen mehr Auswahl. Ah, dann gehe ich das nächste Mal hier hin. Oder soll ich jetzt schon welche kaufen? Ich würde mir heute Abend gerne mal ein Bier geben. Ach, ich weiß nicht, ob ich mir schon den Luxus leisten kann, mir jeden Abend Bier zu trinken. Ja, ich warte erstmal. Kennen wir uns schon? Ah ja, Caroline, ja. My husband runs a general store here. And have you met my daughter, Abigail? She's a pale one with the purple hair. Ja, die blasse, ja, das ist mir aufgefallen. So, dann, wir haben gleich 2 Uhr nachmittags. Was kann ich denn? Ich gehe dann einfach noch ein bisschen Holz hacken, damit ich vielleicht irgendwann diese Brücke reparieren kann. Jetzt hat die Musik wieder aufgehört, das finde ich nicht so schön. Hier war der Bus, ne? Ja, ich wollte gerade nochmal gucken, was hier war. Hacken wir noch ein bisschen Holz. Falsches Werkzeug. Hack, hack, hack. Hack, hack, hack. Zack, 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 zack. So, das Holz sammle ich für die Brücke und den ganzen anderen Klumpatsch verkaufe ich. Muss ja irgendwie sehen, wie man über die Runden kommt hier, ne? Zack, 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 zack. Boah, hier ist alles zugewuchert. Mach mal ein bisschen Platz. So, hier noch. Und dann fäll ich noch ein paar Bäumis. Habe ich hier auch gleichzeitig viel mehr Platz. So. Ein Drittel habe ich schon. Aber ich glaube, ich habe noch ein bisschen was in der Truhe, aber das ist nicht so viel. Zack, 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 zack. Aber ich glaube, ich werde wahrscheinlich wieder vor Erschöpfung umfallen, noch bevor ich die 300 Holz zusammen habe. Muss ich vielleicht morgen weitermachen. So, das nehmen wir alles mit. Zack. 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 Den hier auch noch. So, jetzt bin ich am Überlegen. Ich würde ja eigentlich ganz gerne noch in die Kneipe gehen. Ist noch ein bisschen früh, weil wenn ich jetzt noch weiter arbeite, dann bin ich gleich zu erschöpft. Ich gucke einfach nochmal, wo es hier oben lang geht. Einfach so aus Neugier. Vielleicht stehe ich noch dort, den kann ich mitnehmen. So. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Ach, da war ein Hase. Was ist das hier? Ich bin zu voll. Ich hätte was in die Truhe. Ich pack noch eben was in die Truhe. Scheinen da irgendwelche Rüben zu sein, die ich vielleicht noch mitnehmen kann oder so. Guck mal, das ist ein Höhleneingang. Ich sollte mal, ob ich hier auch irgendwo ein Schwert herbekomme oder so und dann da in so Dungeons reingehen kann. Das wäre natürlich nicht schlecht. Salz durch da rein, das, die Angel. Ich weiß nicht, nehme die Angel mal mit. Vielleicht brauche ich kein Schwert, ich habe hier die Sense. Aber da gehe ich jetzt mal rein. Das interessiert mich jetzt, was das ist. Aha. Dunkle Höhle. Kann ich mit der Spitzhacke mich hier irgendwo durchbuddeln? Sieht nicht so aus. Ah, hier wird wohl später noch was kommen. Na gut. Dann gehe ich erstmal oben lang. Mhm.
So, kann ich das hier mitnehmen? Blub. Blub. Haha, wunderbar. Wo geht's hier lang? Was ist das hier? Wer ist das? Da steht ein Teleskop. Wer bist du? Greetings, I'm Demetrius, local scientist and father. Thanks for introducing yourself. I'm studying the local plants and animals from my home laboratory. Have you met my daughter Maru? She's interested to meet you. Aha. Ja, dann lass ich mal vorbei, dann würde ich die gerne mal kennenlernen. Hallo. Maru. Oh, aren't you the one who's just moved in? I'm Maru, I've been looking forward to meeting you. Warum willst du was von mir? You know, with a small town like this, a new face can really alter the community dynamic. It's exhausting. Aha, naja, gut. Da läuft noch jemand. Wer bist du? Robin, ach, die kenne ich nicht. Have you met everyone in town? That sounds exhausting. Ja, nee, noch habe ich nicht jeden getroffen. Oh, hier bin ich gar nicht. Wo bin ich denn hergekommen? Da bin ich hergekommen. Oh, ja, es wird schon dunkel. Kann ich vielleicht auf einem kleinen Umweg... Nehmen wir noch mit hier? Wer ist das denn da? Entschuldigung, wer sind Sie? Sebastian, oh, just moved in, right? Cool. Aha. Scheint hier der Emo-Freund von der anderen zu sein. Guck mal, scheint mir doch ein perfekter Ort mal, um... Ups, nein. Zu angeln. Max, zack. Starting to feel exhausted. Ja, okay, ich fühle mich schon müde, dann wird das heute wohl auch nichts mehr mit dem Bier. Ich angle mir noch einen Fisch. Und dann gehe ich ins Bett. Falls ich es hinkriege, Fisch zu angeln. Wir sehen, wie soll man. Achso, ich kann nicht. Wahrscheinlich, weil ich zu erschöpft bin. Okay, ich gehe lieber ins Bett, bevor ich wieder anfange, langsam zu laufen. Dauert es ja ewig, bis ich nach Hause komme. Warum geht's auch noch irgendwo lang? Müssen wir nochmal gucken dann nachher. Oder ein andermal. Das ist eine Höhle. Da war eine Höhle. Aber da kann ich jetzt nicht mehr reingehen. Ich glaube, ich packe noch was in die Kiste zum Verkaufen. Aber kein Holz. Kein Holz. Das und die Muschel kann man, wenn man jetzt offen lässt, krass. Ja, ich versuch's trotzdem mal zu verkaufen. Stone und den Samen behalte ich mal. So, das, ich weiß nicht, das kann ich essen zur Not. Ne, dann lasse ich's. Die Zwiebeln behalte ich. Vielleicht muss ich wirklich irgendwann mal was essen. So, und wir gehen schlafen. Level up. Okay, hier levelt man auf. Das ist ja cool. Plus 1 Ext Proficiency. Trees sometimes drop seeds. New crafting receipt. Wild seeds. Oh, ich kann jetzt selber irgendwelche Samen craften. New crafting ist Field Snack. Oh, man levelt auf und kann neue Sachen craften. Das ist ja cool. Ich habe 30 Gold für die Muschel bekommen. Was ist denn, wenn ich hier auf Plus drücke? Muschel. Achso, dann kann ich mir das detailliert anzeigen lassen. Ja, 164 Gold. Besser als nichts. Aber wie wir den großen Reibach machen, müssen wir noch rausfinden. Wahrscheinlich, wenn unsere Ernte fertig ist. Ist das große Abkassieren angesagt. Und ich würde sagen, dann verbessern wir erstmal unser Werkzeug. Aber das müssen wir mal gucken, wie lange das noch dauert. Aber jetzt ist erstmal der Morgen des fünften Tages und wie ihr wisst, heißt das, hier ist jetzt erstmal Schluss und den Tag brechen wir im nächsten Video an. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert uns und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!
Thank you.